Was denkst du, dieses Jahr das beste Transferfenster hatte? Auch schwer zu sagen. Ich glaube generell, so von den Namen her, Bayern klar schon richtig gute Spieler geholt haben, aber auch zum Beispiel einen Lewandowski-Spieler verloren. Das ist immer so, muss man gucken, wie das auffangen. Und ich sage auch, bestes Transferfenster heißt nicht immer, wenn man 10 Spieler neu holt und 7 gehen dafür weg, weil die Mannschaft muss sich auch immer erstmal finden. Ne? Also klar, Spieler sind als Einzelspieler, die gekauft werden, meistens dann gut, krass, sonst was, aber du musst ja in der Mannschaft erstmal klarkommen. Ist auch manchmal ein Prozess. Deswegen an dieser Stelle, vielleicht sehen wir uns Mittwoch nochmal vom Liverpool-Spiel, können wir nochmal reden. Aber bis dahin. Send the rocks across the